Hallo Leute, heute kommt mal ein kleiner News wieder. Es geht hier um Bildung mit Behinderung, Inklusion von Flüchtlingskindern in Jordanien. Seit vergangenem Jahr, 2011, sind 5,6 Millionen Menschen geflohen, unter anderem die Türkei und Jordanien und in einige andere Nebennachbarländer. Und halt eben, es gibt also eine Schule in Jordanien, die halt eben unter anderem mit Flüchtlingskindern konfrontiert sind und auch natürlich für, mit Menschen mit Behinderung klarkommen muss. Und es geht hier um den Artikel um der 8-jährige Aramadé, falls er richtig ausgesprochen ist. Er hat selber eine Behinderung wegen einer zerebrale Lähmung. Das tut seine Gehfähigkeit beeinträchtigen. Deswegen ist er auf ein Hilfsmittel angewiesen. Und 2 Jahre zuvor hat er halt eben keine Schule gefunden, die ihn aufnehmen tut. Aber die Schule in Jordanien hat ihn aufgenommen. Und die Schule zum Beispiel wird auch mit einigen anderen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Möbel und Technik, unterstützt. Unter anderem auch für Menschen mit Behinderung, um die Lernfähigkeit und die Lernverhalten dort zu verbessern. Und deswegen sind auf die Schule auch einige Förderlehrer hinzugekommen, die die Menschen mit Behinderung weiter von denen ihre Bedürfnisse her weiter anpassen können. Und der 8-Jährige mag sehr, sehr naturwissenschaftliche. Und ist eine coole Sache, dass selbst so ein Land, sage ich mal, Menschen mit Behinderungen, denen ihre Schule aufnehmen, tun, auf jeden Fall klasse Unterstützung an diese Fall ist ran. Könnt ihr gerne euch mal angucken, wie es halt teilweise andere Länder ist oder in Deutschland. Da finden die Menschen teilweise mit Behinderung, sage ich mal, gar keine Schule. Und natürlich muss man gucken, ob da auch für diejenigen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, ob das Ganze auch barrierefrei ist. Auf jeden Fall eine tolle News, was ich in dieser Stelle hier mal anmerken kann. Den weiteren Artikel ist auf jeden Fall, schreibe ich einfach mal komplett unten in die Videobeschreibung hin. Da könnt ihr euch einfach über den Artikel einfach nochmal etwas näher darüber informieren. Auf jeden Fall, weil das Land, sage ich mal, so sehr arm ist, ist das Land auf jeden Fall von die Spende von die EU auf jeden Fall notwendig und die bekommen auf jeden Fall, die habe das Budget bis auf 11 Millionen Euro erhöht, um halt eben einfach die finanzielle Mittel und die Aufbau von die Schule zum Beispiel und zwar Möbel, Lernmaterial und Technik zum Beispiel einfach damit zu finanzieren. Man muss auch bedenken, dass nicht nur eine Schule, sondern viel, viel, viele Schule, teilweise viele 100 Schulen, die ja gebaut werden, aber trotzdem gehen immer noch einige Kinder in den Ländern, was bei uns zum Beispiel ganz normal ist. Jeder geht hier zur Schule, aber bei denen ist immer noch weit über 100, 300.000 bis über 500.000, die da immer noch nicht zur Schule gehen können, weil eben zum Beispiel auch Städtegebiete oder Ländegebiete auf Land halt eben einfach noch keine Schule möglich ist. Man muss eben einfach sehr, sehr weit fahren bis zu der Schule und wieder zurück. Zum Beispiel der 8-jährige Aram, der eine Behinderung hat. Zum Beispiel er hatte Schwierigkeiten für eine Schule zu finden, die ihn aufnehmen würde. Zum Beispiel die Eltern haben auch den Artikel geschrieben oder gesagt, dass die auch Probleme haben, den abzuholen und hinzubringen. Einfach bei den runter, weil die Schule ist bei denen relativ weit weg oder die haben halt eben kaum Fahrmöglichkeiten, um halt eben da, sage ich mal, hinzukommen an die Schule. Auf jeden Fall, das war die kleine News hier, den Anfang hier. Könnt das Video gerne noch teilen, gerne liken und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!